Ja, wer hätte nicht gerne Superkräfte? Und mit einem, der, ja, ich würde nicht sagen, über Superkräfte verfügt, aber ein Buch geschrieben hat über Mitarbeiterbindung, die Superkraft. René Grendel ist heute zu Gast bei mir im Podcast. René, ich freue mich riesig, dass du dabei bist, weil dein Buch feiere ich, ist richtig cool geworden. Und dann nochmal danke, dass ich auch ein Exemplar mit Widmung bekommen habe. Und heute geht es um das Thema Mitarbeiterbindung. Herzlich willkommen, René. Hallo, guten Morgen, lieber Daniel. Ja gut, bei uns ist morgen. Hallo, lieber Daniel. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich dein Podcast-Gast heute sein darf. Superkräfte, über Superkräfte verfüge ich meines Wissens nicht. Ich habe es aber ganz spannend zusammengefasst und leicht verdaulich, wie man so schön sagt. Also es ist kein wissenschaftliches Buch, sondern wirklich so die Hacks, was du als Arbeitgeber noch besser machen kannst, um die wertvollen, die Top-A-Player in dein Unternehmen zu binden. Und ich freue mich sehr, dass du das Buch auch so feierst. Ja, sehr, sehr schön. Und du bist Experte für Mitarbeiterbindung. Das Ja. ist so dein Kernthema. Warum ist Mitarbeiterbindung dir so wichtig? Warum glaubst du, ist es eine Superkraft? Also wir hören ja permanent das Thema Fachkräftemangel. Recruiter gibt es wie Sand am Meer, auch viele gute natürlich. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass eine Sache so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, die ich aber noch von der Priorität vors Recruiting setzen würde, nämlich das Thema Mitarbeiterbindung, also die wertvollen, die ich eh schon habe in meinem Unternehmen, die ich auch behalten will, dass ich da auch genug Instrumente, Wertschätzung etc. entgegenbringe, damit die eben nicht auf die Idee kommen, mal woanders sich umzuschauen, beim anderen Arbeitgeber, der Ja. das gleiche Problem hat wie ich. Ja, und so eine Einstellung einer neuen Fachkraft oder einer Fachkraft, die geht, die neu zu besetzen, da sind wir ja schnell oder ruckzuck bei einem Jahresgehalt, wenn nicht mehr, an definitiv kalkulierbaren Kosten. Und da kommt ja noch Einarbeitungszeit, Ressourcen von anderen Mitarbeitern, die unterstützen am Anfang alles dazu, was man jetzt nicht so genau beziffern kann, aber ein Jahresgehalt ist ja schnell weg. Mit einem Headhunter auf jeden Fall, mit einem Recruiter. Also einmal wirklich das Thema nachhaltig Kosten zu sparen und auch die Ressourcen, die ich habe, noch effektiver zu nutzen. Ja, ein motivierter Mitarbeiter geht immer eine extra Meile mit, macht nochmal eine Schippe mehr und alle haben was davon. Und ja, die Motivation, warum ich da drauf gekommen bin, ist, dass ich halt in vielen Firmen gesehen habe, dass da noch Optimierungsbedarf ist, um es mal so auszudrücken. Ich komme ja ursprünglich aus der Welt der betrieblichen Altersvorsorge, mache das seit 18 Jahren selbstständig oder habe das gemacht, was ein Baustein der Mitarbeiterbindung ja auch ist. Ja, wenn ich je länger einer im Unternehmen ist, gibt es tolle Konzepte, desto mehr kriegt er in seine Ruhestandsplanung eingezahlt vom Arbeitgeber. Und ja, in den über 3000 Gesprächen, die ich inzwischen geführt habe, habe ich halt immer mitbekommen, so beiläufig oder direkt, ja, warum macht der Arbeitgeber das? Der macht ja sonst nichts, ne? Und so oder auch bei anderen Firmen, oh cool, das macht er auch noch. Und da konnte ich halt extrem merken, wie unterschiedlich hoch, ja, die Motivation bei den Mitarbeitenden ist und das durch viele, ja, ich finde es Kleinigkeiten. Mir war das am Anfang gar nicht so bewusst, bis ich dann mal gemerkt habe, hey, da kannst du ein Ding draus machen und diese Erfahrungswerte auch an den Arbeitgeber weiter oder an den Arbeitgeber mitgeben, weitergeben, weil viele das ja gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, wir haben einen demografischen Wandel. Das soll jetzt nicht wieder zu wissenschaftlich werden, aber das ist ja der Grund für den Fachkräftemangel, den wir haben. Ja, bis vor 10, 15 Jahren hat der Arbeitgeber sich noch die Arbeitnehmer ausgesucht und jetzt haben wir es umgekehrt. So, das heißt, du musst als Arbeitgeber eine Schippe obendrauf packen,
Kein, ich sage immer spaßeshalber, wir bauen kein Disneyland und ich bin auch kein Betriebsratersatz. Ganz im Gegenteil. Ich stehe schon auf der Seite des Arbeitgebers. Und aber wir müssen schon für die Leute, für die Wertvollen, für die Top-A-Player müssen wir was Besonderes machen. Ja, René, vollkommen richtig. Aber warum machen das denn so wenig Arbeitgeber? Warum erkennt das nicht jeder Arbeitgeber, dass es wichtig ist, in die Mitarbeiterbindung zu investieren? Weil ich sage ja auch mal in meinem Podcast, die Mitarbeiter, die du nicht verlierst, du hast doch wertvolle Mitarbeiter, verlier die doch nicht. Ich jammer doch nicht immer Recruiting und ich finde keine Mitarbeiter und alles schwer. Aber du hast doch schon Kräfte, die dir vertrauen, wo du investiert hast, die schon eingearbeitet sind. Halte die doch mal lieber, bevor du die wieder verlierst. Aber die Frage ist ja, warum erkennen das so wenig Arbeitgeber? Das ist eine vollkommen berechtigte Frage, die ich mir am Anfang auch gestellt habe, weil es alles so klar auf der Hand liegt. Ne? Das ist, deshalb habe ich auch lange überlegt, denke ich da jetzt falsch? Ist das diese Idee, die ich habe mit der Mitarbeiterbindungs GmbH, mit dem neuen Konzept und alles? Hat das Tragfähigkeit und es hat mega, also ich werde in Anführungszeichen überrannt mit Aufträgen. Warum? Bei vielen Arbeitgebern ist es, glaube ich, noch nicht angekommen, so richtig. Sind im weil es halt so stressig ist und so zu wenig Mitarbeiter haben und keine neuen Mitarbeiter finden, gehen so ein bisschen im Tagesgeschäft unter. Ja, so nach dem Motto, ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit, neue einzustellen. So, das ist dann so der Teufelskreislauf. Und dann, der Teufelskreislauf geht ja dann noch weiter, weil dann überhitze ich die Mitarbeiter, die ich habe. Und die sagen irgendwann auch, hey, entweder melden sie sich krank, berechtigt natürlich, oder sagen, ich schaue mir das woanders bei einem anderen Arbeitgeber an. So, und dann, das ist ja dann erst richtig schlimm. Ja, gefangen im Tagesgeschäft, Zeichen noch nicht richtig erkannt. Ineffektives Recruiting. Ja, also es reicht nicht einfach so eine Stellenanzeige irgendwo in die Zeitung reinzuposten. Du musst schon irgendwie auffallen, was Besonderes machen, damit die Leute zu dir kommen. Und dann natürlich auch was Besonderes bieten neben dem Gehalt. Ja. Nehmen wir mal an, wir haben ein für beide Seiten zufriedenstellendes Grundgehalt. Dann muss da noch was on top kommen mit Benefits, wie man so schön sagt. Und da gibt es jede Menge spannende Sachen, die man machen kann und auch marketingmäßig aus Arbeitgebersicht total cool einsetzen kann. Das sind so die Sachen aus dem Täglichen, das ich so mitbekomme, warum Arbeitgeber dann nicht noch mehr aktiv werden. Und es ist höchste Zeit, weil das, was wir jetzt erleben, ist erst der Anfang. Mhm. Ja, wenn ich mir überschaue, was bis 2030, wie viele Menschen dann noch in Ruhestand gehen und wie wenig dann nachkommen an Fachkräfte, dann ist das jetzt, wo es jetzt ist, wo wir alle jammern, eigentlich noch ein sehr guter, schöner Zustand. Wir bleiben ja eben in Kontakt, aber wenn wir uns diese Szene jetzt mal in 1-2 Jahren anhören, dann bin ich mal gespannt, wie dann die Zahlen ausschauen und was so abgeht am Arbeitsmarkt. Mhm. René, lass uns doch mal ein bisschen auf dein Buch eingehen. Ja. Du hast ja da auch 4 Experten nochmal dazu. Erstmal, wir hatten, glaube ich, besprochen, dass eine besondere Aktion ist, wer unter im Social-Media-Bereich unter den Beiträgen postet, dass du 3 genau. Bücher verlosen würdest. Ne? Genau, das machen wir. Also die unter den Beiträgen, den Kommentaren bei dir im YouTube-Kanal hauen wir 3 Bücher raus. Mhm. In den Shownotes ist natürlich auch die Bestellmöglichkeit für die leider dann nicht gewonnen haben, ja. Dass sie es bestellen können, aber 3 haue ich so raus, ja. Super. Oder auch in Instagram oder Facebook. Ja. Wir gucken überall, wo ihr kommentiert und auf LinkedIn, Xing, wo alles möglich ist. Da freuen wir uns dann und ich teile das dann ganz genau nach Rücksprache dann dem René mit und dann kriegst du die vom René Grendel zugeschickt. So, aber jetzt zu den 4 Experten, die bei dir im Buch, die haben ja alle ein unterschiedliches Thema. Emotionale Bindung ist ein Thema. Hast du das selbst besetzt oder war da ein Experte noch, der dazu auch noch Feedback gegeben hat? Dann wäre ich die 5. Person. Ja, das ist okay. Dann mein Thema. Das ist ja genau. Dein Buch auch, ne? Ja, klar. Genau. Emotionale Mitarbeiterbindung, das ist so meine Herzangelegenheit. Und da habe ich ein Faible für. Das macht mega Spaß. Da habe ich auch mal coole Ideen, halt was Außergewöhnliches zu machen für die Mitarbeitenden. Ich hatte es ja eben schon angesprochen.
Gehalt ist irgendwann ausgereizt, beziehungsweise wenn ich nochmal 200 Euro obendrauf packe, dann das verpufft sehr schnell beim Arbeitnehmer. Ja, so dass man sagt, okay, da habe ich jetzt lange als Arbeitgeber so eine Mitarbeiterbindung drin. Und gerade jetzt, also ist ja ein ganz brandaktuelles Thema, wir haben eine enorm hohe Inflation, soll noch mehr werden. Rohstoffe sind knapp. Jetzt kommen viele Arbeitgeber so in die Falle der Lohnkostenspirale. Kleiner Exkurs, wenn es okay ist. Weil jetzt viele Mitarbeiter auch auf ihren Chef zukommen und sagen, hey, ich brauche, Sprit ist teurer geworden, ich kann mir den Einkauf nicht mehr leisten wie früher, ich brauche mehr Gehalt. Ne? So. Und das ist jetzt sehr unklug, um es mal diplomatisch zu sagen, wenn du sagst, okay, hier hast du 200 Euro brutto mehr. So. Die kosten dich als Arbeitgeber 260, 270 mit Lohnnebenkosten. Beim Mitarbeiter kommen 100 Euro an. Klar hat er dann mehr in der Tasche erstmal, aber das ist enorm ineffizient. So. Du kannst halt mit cleveren Gehaltsbestandteilen das trotzdem machen, dass er mehr Liquidität hat. Ja, aber diese 200 Euro halt nicht dem Steuerabzug und dem Sozialversicherungsabzug unterliegen. Kleiner Exkurs, Details bei mir in dem Beratungspaketen natürlich. Ja, gerne. Ich hatte auch habe auch gerade einen Podcast auch dazu aufgenommen, fand ich auch sehr spannend. Da gibt es also jede Menge Möglichkeiten, dem Mitarbeiter halt Geld zukommen zu lassen, was halt mehr Sinn macht, wo halt mehr dann auch netto in der Tasche ist. Ja? Und da müssen wir einfach ein bisschen schlauer werden, uns einfach mal hinsetzen und uns informieren. Zum Beispiel dann auch beim René, sprecht den René an und da werdet ihr sicherlich auch Lösungen haben. Das Coole ist, das ist alles keine Raketenwissenschaft, wie man so schön sagt. Die Optionen gibt es, man muss sie halt nur kennen und nutzen. Und wie das genau funktioniert, erfahrt ihr halt bei mir. Ja, klassisch ist ja immer diese Direktversicherung, das, was du auch früher gemacht hast. Aber da habe ich jetzt auch letztens mal lernen müssen, dass das eigentlich so mit die schlechteste Lösung ist, um dem Mitarbeiter Geld zukommen zu lassen. Ja, kommt immer drauf an. Ne? Das ist jetzt aktuell stimme ich dir dazu, weil die Menschen brauchen jetzt mehr Geld am Konto, ja, im Portemonnaie, wie man so schön sagt. Das Thema, wie schaut es in 30, 40 Jahren mit meiner Rente aus, das ist auch da. Das ist auch ein wichtiges Thema. Nur jetzt gerade, wir sprechen im April 2022, haben viele ein akuteres, aktuelles Thema mit dem Portemonnaie direkt, was da ist. Ne? Okay. Wir kamen über die emotionale Mitarbeiterbindung, ne? Genau, und wir kamen noch in die anderen Themen. Ja. Ich glaube, ein Thema ist Remote, ne? Remote-Arbeit. Das ist von wem bei dir im Buch besetzt worden? Von der Theresa Hertwig, die ist Pionierin auf dem Thema. Vor Corona schon sehr aktiv gewesen, wurde, so sagt sie selber, auch ein bisschen belächelt, ja, und war dann parat für die Corona-Zeit in Anführungszeichen. Und ich habe ein eigenes YouTube-Interview mit ihr aufgenommen, Podcast, im Buch, ein mega spannender Beitrag von ihr, was du als Arbeitgeber halt alles berücksichtigen musst, rechtlich zum einen, also dass es eben kein Homeoffice ist, sondern Remote Work per Definition auch, das ist enorm wichtig. Und wie du die Leute, ich sage mal vereinfacht, bei der Stange hältst. Ja, das ist ja dann kein Großraumbüro, wo die Leute zwischendurch einen Kaffee trinken, was quatschen, sondern wie du intelligent die Technik einsetzt, um auch die Leute da motiviert dabei zu behalten. Und warum es enorm wichtig ist, als Arbeitgeber das herauszustellen, dass du Remote Work anbietest. Ja? Das gehört inzwischen dazu. Wenn du als Arbeitgeber dich dem verweigerst, dann hast du ein Problem. Ja. Gut, die Pflicht ist ja jetzt, glaube ich, aufgehoben worden. Ne? Das musste ja angeboten werden. Ich glaube, die ist gefallen. Aber es ist extrem wichtig und ich glaube, es ist auch, vielleicht wird so die Ideallösung 2 Tage Homeoffice, 3 Tage Büro oder umgekehrt oder dann Remote Work. Ne? Ne? Homeoffice dann lieber nicht, sondern Remote Work. Aber dafür ist ja dein Buch dann wichtig, dass man da mal guckt. Ich glaube so, das hat auch dann Zukunft. Ne? Und auch diese Instrumente zu installieren. Warum sind die meisten mit Remote Work und Homeoffice unglücklich gewesen? Weil sie nicht die Instrumente hatten, um das auch mit Leben zu füllen. Ganz und für die war es neu. Wir mussten das machen.
ja, es musste sich jeder mit beschäftigen und dann ist das auch nicht so gut angenommen worden. Ne? Es ist halt ein Umstellungsprozess gewesen, auch für Arbeitnehmer. Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier, wie so bei allen Themen. Ja. Aber das ist, hat sich so eingespielt, eingependelt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich merke das ja selber, wo man sonst halt im Auto saß und Sachen gemacht hat, berufliche Themen, wo man jetzt sagt, ey, warum soll ich da eine Stunde für im Auto sitzen, hin und zurück? Ich kann das easy digital machen, für alle viel entspannter. Und diese Stunde, die nutze ich dann effektiver für andere Sachen. Ja. Mhm. Gut, dann Lohn und Gehalt, Reflexionsgespräche. Ich glaube, das ist auch noch ein Part, auch ein sehr spannendes Thema, ja. Reflexionsgespräche, Lohn und Gehalt natürlich. Ja, da ist, glaube ich, Burkhard Küpper ja. bei dir im Buch auch. Fangen wir damit gerne an. Das, ich hatte es ja eben auch schon so ein bisschen erwähnt mit dem aktuellen, brandaktuellen Thema Gehaltserhöhung, mehr Netto am Konto. Da haben wir ein paar Hacks für Arbeitgeber, wie ich halt cleverer Lohn- und Gehaltsbestandteile auszahle, direkt aufs Konto des Mitarbeitenden. Das ist ziemlich cool. Burkhard Küpper, der Steuerberater in Deutschland inzwischen, ja, würde ich sagen, hebt sich hervor, weil er halt im wahrsten Sinne des Wortes ein Berater ist, Steuerberater, proaktiv Themen anspricht bei seinen Mandanten und hat ein enorm schnelles Wachstum gehabt in den letzten Jahren. Inzwischen hat er, glaube ich, wir hatten letzte Woche den Podcast aufgenommen, ich glaube 12 Niederlassungen, genau, deutschlandweit aktiv, über 180 Mitarbeitende, schon eine coole Nummer. Also er hat Ahnung, das ist so der Punkt. Definitiv. Und hat so die cleveren Bausteine so ein bisschen zusammengetragen und die wichtigsten sind auch hier drin aufgeführt. Mhm. Dann kommen wir noch kurz zu den Reflexionsgesprächen, auch ein wichtiges Thema. Die ja, meiner Meinung nach viel zu wenig geführt werden. Ja. Das deckt sich wahrscheinlich auch mit deinen Erfahrungen. Ja, das ist halt dann genau das Thema, was ich eingangs sagte, mit den, das spielt so ein bisschen mit in die emotionale Mitarbeiterbindung. Ja. Einmal im Jahr so ein Gespräch zu führen, ist einfach zu wenig. So, dann ist der Zug schon abgefahren, wenn da zwischendurch was war. Wir brauchen nicht jeden Monat ein so umfangreiches, wo man eine Stunde zusammensitzt. Ja, aber das sollte schon so alle 4 bis 6 Monate erfolgen, wobei das dann gar nicht so lange dauern muss oder dauert, wenn man vorher schon die regelmäßigen, ich sag mal so die kleinen Intervalle macht, so monatlich mit einer digitalen Mitarbeiterbefragung, ja, wo so ein paar Highlights abgetastet werden. Das ist auch in meinem Beratungspaket halt mit drin. Ganz clevere, gezielte Fragen, Skalierungsfragen auch, wo du dann halt wirklich direkt agieren kannst als Arbeitgeber. Das bringt dir nichts, wenn der Mitarbeiter im Januar irgendwas hatte, was ihn enorm geärgert hat und du sprichst dann im Juli mit ihm. Also wenn es wirklich ein Riesenstörfaktor war, dann hat er schon gekündigt in der Zeit. So. Und es ist leider nicht so, dass alle so, dass diese offene Kommunikation leben und dann direkt sagen, hey, hör mal, das hat mich gerade gestört oder so. Wenn ich das digital mache, dann ist da schon mehr Offenheit gegeben und ich erfahre wesentlich mehr als Arbeitgeber, was gerade so abgeht und was die Leute beschäftigt. Das ist halt enorm wichtig. Beispiel dabei ist der Andreas Sander von Cosatec, hat ein Buch mitgewirkt. Also zum einen war ich in seiner Firma schon. Ich kenne ihn jetzt seit über einem Jahr, also eine Mega-Persönlichkeit. Und besonders toll, also angefangen wie Steve Jobs in der Garage mit 2 Mann. Und ja, inzwischen über 300 Mitarbeiter, macht über 500 Millionen Umsatz. Das ist der Knaller. Und so enorm gut organisiert alles in der Firma mit Mitarbeiterkommunikation, das ist ja auch so ein Riesenthema und Thema Wertschätzung, was der alles für seine Mitarbeitenden macht, richtig, richtig geil. Ja. Und da bin ich auch sehr stolz und froh, dass der im Buch mitgewirkt hat und da wirklich sein Unternehmerwissen, ne? Also richtiges Unternehmerwissen aus jetzt 15, 20 Jahren oder über 20, uns weitergibt. Stabiles Wachstum, jetzt über 300 Mitarbeiter. Richtig, richtig cool. Ja, cool. Ja, ich kann nur sagen, das Buch auf jeden Fall
Schaut da rein, kauft euch das oder kommentiert, ne, und habt dann die Chance, einer richtig von dreien zu sein, der in der glücklichen Lage ist. Das Buch, kriegen wir eine Signierung auch hin, René, bestimmt. Ne? Na klar. Ja, ne, mit Signierung. Aber natürlich. Dass das dann an dich rausgeschickt wird. Mhm. Darf ich noch eine Ergänzung machen? Ja, gerne. Wir haben noch einen ganz wichtigen vergessen, Peromicic, Professor Peromicic, Zukunftsmanager. Der berichtet auch so ein bisschen, nicht über ein bisschen, der berichtet über die Zukunft des Arbeitsplatzes, ja, was man als Arbeitgeber jetzt schon berücksichtigen sollte. Also Remote ist da nur Standard, aber was so wirklich abgeht in den nächsten 10, 15 Jahren, mega, mega spannend. Hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, Peromicic, M-I-C-I-C geschrieben. Geht bei fast allen DAX-Vorständen ein und aus, wenn die sagen, hier, wie müssen wir uns positionieren für die Zukunft? Was passiert in unserem Bereich? Wie müssen wir da aufgestellt sein, damit wir am Leben bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes? Mhm. Gut, den sollten wir, den Zukunftsmanager sollte man natürlich nicht vergessen. Ja. Vollkommen richtig. Ja, René, wir sind am Ende des Podcasts so langsam. Möchtest du noch abschließend noch vielleicht einen Golden Nugget raushauen, was noch vielleicht so noch nicht ausgesprochen wurde oder was für dich das Wichtigste ist oder was für dich vielleicht ein Augenöffner war? Also Augenöffner für mich wirklich so das Thema zu leben. Ich dachte eingangs, ich war mal unsicher, ob das so ein Thema ist, was viele beschäftigt oder womit man auf den Markt gehen kann, sage ich mal. Und ich wurde in Anführungszeichen nicht getäuscht. Also das Thema kommt super gut an und ich bin halt mit Herzblut dabei. Ich hoffe, das hat man so ein bisschen rausgehört, weil da so viel möglich ist. Weil wenn du mir mal überlegst, ich kriege das ja mit, wie viele Menschen halt zur Arbeit gehen, ja, aber nicht so 100% zufrieden sind. Ja? Sehr, sehr viel. Wie viel Power da noch freigesetzt werden kann, wenn die alle Bock haben oder richtig Bock haben. Ja, wenn die mal auf 100, 110% fahren, anstatt auf 70 oder 60. So, es gibt auch die Gallup-Studie mit dem Thema emotionale Bindung. Ja, da sind 18% überhaupt gar nicht und über 60% so lala. Ja, boah, das ist so eine Riesengefahr. Wenn davon nur die Hälfte abhaut bei dir, dann hast du ein Problem. Überleg dir mal als Arbeitgeber, je nach Größenordnung, 2 oder 3 Schlüsselpositionen bei dir wären weg, was dann los ist. Und dann macht es bei vielen Klick. Und Hüte. Dann habe ich ein Riesenproblem. So, Gold Nugget hast du gesagt, was will ich noch mitgeben? Kümmert euch drum. Es ist ein Riesenthema. Kümmert euch jetzt drum, nicht erst Ende des Jahres, nächstes Jahr. Jetzt, die Hütte brennt. Und es geht erst richtig ab. Ich sprach eben über den demografischen Wandel. Ich habe mega Bock. Wir haben richtig, richtig geile Konzepte für euch als Arbeitgeber erstellt, wo für jeden was dabei ist und ihr auch relativ schnell einen Erfolg verspürt. So, klar kostet das erstmal Geld, ohne Frage. Nachhaltig spart ihr aber Geld durch die Zukunft. Ist eine Investition in die Zukunft. Ja. So muss man sehen. René, super. Also nochmal, Buch kommentieren, ja, dann kriegt ihr 1 von 3 Büchern zugeschickt. Meldet euch von dem Liebe-Zeitarbeit-Club an, auch wichtig, ja, kostenlos. Gibt eine Auftragstauschbörse und wir treffen uns regelmäßig per Zoom, eigene geschlossene WhatsApp-Gruppe, lohnt sich auch. René, auch vielleicht noch eine Empfehlung für dich, Liebe-Zeitarbeit-Club, ne? Da sind mittlerweile 150 angemeldet. Ich freue mich sehr darüber. Und ja, René, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Vielen, vielen Dank für das Buch. Klasse. Und ja, wir hören und sehen uns. Wir werden ja auch noch mal, übrigens, René hat auch einen Podcast, nicht zu vergessen. Ja, René, dein Podcast heißt nochmal? Wir packen alles in die Show. René Grendel, Mitarbeiterbindung. YouTube-Kanal ist online gegangen. Podcast-Kanal ist online gegangen. Ich freue mich auf eure Likes, Teilen, Folgen und ganz besonders eure Kontaktaufnahme. Das war ein tolles Konzept für euch erstellen. Ja, da werden sich viele melden, René, bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich freue mich. Wir sind raus. Vielen Dank und danke dir auch. Zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.